Hallo und herzlich willkommen zurück bei Age of Wonders 3. Ich klicke mich jetzt einfach mal durch. Das ist der Spielstand, den wir das letzte Mal angelegt haben, nachdem wir die Stadt eingenommen haben. Ich klicke mich jetzt einfach mal durch und möchte mich gleich als allererstes bei euch mal entschuldigen dafür, wie das die letzte Woche oder letzten anderthalb Wochen bei mir auf dem Kanal aussieht. Ich krieg's gerade noch so hin, ein Video pro Tag zu machen aktuell, und selbst das gelingt mir manchmal nicht. Ich möchte euch da kurz irgendwie aufs Laufende bringen. Ich habe leider aktuell ein gesundheitliches Problem, das mich im Endeffekt davon abhält, den Let's Play-Kanal so zu machen, wie ich mir das vorstelle. Ich habe beruflich auch extrem viel zu tun. Eine andere hat es ja vielleicht mitverfolgt, dass ich da ein ziemlich großes Projekt am Starten bin. Was mache ich mit dem eigentlich? Nein, lasse ich da jetzt einfach mal stehen. Ich ziehe ihn darüber zur Stadt. Und ja, ich bin leider gerade aktuell gesundheitlich nicht in der Lage, alles zusammen zu machen. Da ist leider der Let's Play-Kanal ein bisschen auf der Strecke geblieben. Das soll kein Dauerzustand sein. Ich kann euch aber nicht versprechen, dass es bald wieder besser wird. Also ich gehe davon aus, dass es bestimmt noch eine, wahrscheinlich eher zwei Wochen lang so sein wird, dass es nur ein Video am Tag gibt. Und danach werde ich natürlich wieder regulär weitermachen, wenn es mir wieder besser geht. Ich muss nur aktuell ein bisschen kürzer treten. Und da ist leider der Let's Play-Kanal mit einer der ersten Sachen, die irgendwie wegfallen. Besonders da ich, naja, ihr wisst ja. Ich hoffe, ihr versteht es. Ich denke, ihr versteht es. Und ja, jetzt spielen wir aber auf jeden Fall mal weiter. Und nächste Runde einfach, würde ich sagen. Ein neuer Tag bricht an. Ich bin mir jetzt gar nicht so sicher, welche Taktik wir hier fahren. Weil wir haben ja schon ein paar Sachen probiert. Die Stadt wird übernommen jetzt. Ja, dauert noch drei Runden. Wir können gleich Höllenhunde beschwören. Und ja, ich weiß einfach nach wie vor noch nicht, wie wir das machen. Also, ich muss sagen, ich habe keine Ahnung. Ich glaube fast, dass ich eventuell hier eine Festung hinmache. Meint ihr, das geht, wenn ich hier eine Festung hinbaue? Dahin? So. Dass ich die hier so ein bisschen als Bollwerk habe und auch als Zwischenpuffer, wo ich also Einheiten drin lagern kann, die schnell in beiden Städten sind, weil ich habe vor, glaube ich, schon wieder die hier unten als nächstes zu bauen. Und dann bauen wir hier noch eine Festung hin, dann sehen wir, wenn er durchzieht. Also der Gegner, ich weiß gerade gar nicht mehr, wie er heißt. Es tut mir leid, also ich habe, es ist Armee von Vulkanisch, Menschenritter. Ah, das ist Larissa, jetzt sehe ich es erst. Ihr werdet es mitkriegen, ich bin einfach psychisch auch nicht so fit durch die Sache, die mir da gerade fehlt. Ich will da gar nicht so nah drauf eingehen, aber im Endeffekt, ja. Habe ich was an den Nerven, sagen wir es mal so, und mir geht es auch psychisch nicht so gut, deswegen bin ich ein bisschen neben der Schiene. Aber meine Taktik wird sein, wir bauen hier wieder die zweite Stadt hin und vielleicht hier dieses kleine Zwischenlager, das hat man beim letzten Mal ja schon angedacht. Brauche ein bisschen länger heute, tut mir leid. Ich werde, glaube ich, auch nicht so lange am Stück aufnehmen, deswegen. So, Larissa hat mal wieder eine Schlacht gewonnen, das gönne ich ihr. Wir können Höllenhunde beschwören. So. Und ich bin mir recht sicher, dass wir relativ schnell viele Panzer brauchen, ja? Um das Ganze hier irgendwie hinzukriegen, gehe ich davon aus, dass wir viele, viele Panzer brauchen. Weil wenn der mit seinen Arconia-Titanen daherkommt, ne, wüsste ich nicht, wie es sonst weitergehen soll. So. Also ich baue hier dann noch eine Festung irgendwo hin, einfach als Sichtpunkt. Ein bisschen was sehen können auf der Karte, wann, wo der langkommt. So, Nimkritz wurde in unser Reich übernommen. Nimrix, nicht Nimkritz. Ich denke, ich baue als allererstes den Siedler. Probiere ich jetzt einfach mal die Taktik. Und wo baue ich jetzt die Festung? Die Festung baue ich, glaube ich, dahin. Ah, nicht genug Gold. Wir ziehen trotzdem mal dahin. So, und er ist über die Alberen gerannt, ist ja klar. Wollte ich jetzt in der Form nicht. So, nächste Runde.
bereit zum Zaubern. Machen wir direkt. So, Larissa gewinnt Schlachten, das ist ganz gut. Sie soll da ruhig irgendwie sich bereichern, damit sie uns länger ein bisschen abpuffern kann. So, Dampfbetriebe, neue Forschung wählen. Ich glaube, nach dem Großschmied geht es dann in die Richtung, oder? Ich bin mir immer nicht so sicher mit den Forschungssachen, mit dem Baum, wie der aussieht. Ich muss mal ein bisschen leiser machen, ich habe Kopfschmerzen. So. Larissa hat wieder eine Schlacht gewonnen. Und Larissa hat auch da eine Schlacht gewonnen. So. Jetzt haben wir genügend Gold für eine solche Festung hier. Die baue ich tatsächlich dahin. Oder? Ja, dahin. Dahin. Dann haben wir hier nicht die Eilbeeren direkt im Bereich und haben ein bisschen Kohle dadurch. Ich denke, dass das eventuell sowieso eine Möglichkeit ist, an die ich noch gar nicht gedacht habe, wenn ich gerade so drüber nachdenke. Wenn Larissa anfängt, hier unten alles einzunehmen, kann ich hier ein, zwei Festungen dazwischen stellen. Oder eine zumindest und kriege dadurch zusätzliche Ressourcen. Die muss ich ja nur gegen Larissa halten. Das heißt, da reicht es, wenn eine Einheit drin steht. Das ist ja ein Faktor, an den ich noch gar nicht gedacht. Ah, hier rennen Banditen rum. Kann ich gerade nichts machen. So. Wir haben einen Goblin-Siedler. Und wir bauen jetzt mal, würde ich sagen, das Laboratorium, damit wir möglichst schnell auf Forschung kommen. Wir haben ja ein paar Runden, haben wir jetzt ja Zeit, bevor wir angegriffen werden, ne? Neue Forschung wählen. Jetzt können wir hier auf Streuung, das war nicht das Richtige. Kommt es nach der Strukturkenntnis? Bin mir immer nicht so sicher. Und ich muss natürlich einen weiteren Höllenhund auch beschweren. Ich beschwere meinen Höllenhund. So, und die kann ich dann natürlich auch schon mal da runterziehen, bin ich der Meinung. So, da haben wir Eilbeeren. Und ich ziehe dann den hier tatsächlich mal da runter in die Ecke. So, da hat seine Schlacht gewonnen, das ist gut. Das passt. Und nächste Runde. So, Karishar wurde angegriffen. Nein, Karishar hat hier angegriffen. Na Gott sei Dank, das wäre sonst wieder mal ziemlich übel gewesen. Sommer der Liebe in hier. So, und die Gießerei bauen wir dann direkt. Die Armeebewegung bestätigen wir. Und ich baue das dahin. Das ist perfekt. So, und ich bestätige hier einfach mal die Bewegung. Nächste Runde. Yuzwa haben wir gegründet und in Yuzwa wird dann gebaut. Einfach auch möglichst schnell das Laboratorium. Also ich probiere es jetzt einfach mal auf die Art und Weise. Ich weiß nicht, was ich sonst machen soll. So, einen Höllenhund kann ich da dann direkt reinbeschwören mal, denke ich. Und hier bestätige ich die Armeebewegung in diese Richtung. So. Und da bleibt dann jetzt erstmal stehen. Jetzt direkt in die nächste Runde. So, und ich habe mir gerade das Kopfhörerkabel um den Fuß gewickelt. Mit den Kopfhörern nicht vom Kopf reißen. So, Entschuldigung. Musste gerade aufstehen. Mikrofon neu einstellen. So, jetzt passt's. Gut, da gibt's Eindringen. Ist ja egal. Strukturkenntnis, neue Forschung wählen. Genau, solider Maschinenbau. Und ich glaube, da gehen wir dann in die richtige Richtung. Die bleiben da sitzen. Und nächste Runde. So, hier wird der Anführer gepriesen. Das finde ich ja ganz gut. So. Und da haben wir jetzt die Gießerei des Technokraten. Ich probiere jetzt doch die Technik mit drei Städten nochmal. Also es kann ja nicht mehr als schief gehen. Und vor allen Dingen überlege ich mir gerade, ist das hier richtig? Ich muss die Aufklärungsdrohne beschwören. Da kommt er. Danach kommt der Techniker. Und der Techniker ist ja die erste Gießereieinheit.
Da habe ich dann leider ein paar Runden verschenkt, aber es waren doch halt nichts sinnvolle Sachen, auch die wir produziert haben. Entschuldigung, ich muss gerade nochmal das Kabel abklären. So, jetzt beenden. So, und machen wir direkt die nächste Runde. So, das ist schön. Also Larissa macht mir hier die Sachen frei. Und beim ersten Mal habe ich mich davon ja leicht angegriffen gefühlt. In der Tat ist es aber so, dass das eigentlich eine große Hilfe ist, dass ich die Ressourcen bekomme. Ja. So, ein Held wurde befördert fürs Nichtstun. Ach ja, 60. Edward hat 60. So, ihr kriegt die Feuerbombe auf jeden Fall drauf. Ihr kriegt ordentlich was an Fernkampfstärke. Das haben wir ja schon immer gemacht. So. Mal einfach mal. So. Komm, ich mache mir jetzt alles auf die 40. Also alles auf die Fernkampfstärke. Er hat jetzt 40 mit der Muskete. So, neue Forschung wählen. Jetzt können wir die Techniker produzieren. Danach kommen die Musketiere und so weiter. Genau, auf die wollte ich heraus. So, Larissa macht mir hier alles klar. Das ist gut. Wenn die Stadt jetzt wächst, habe ich direkt die Sachen freigeschalten. Und ich reise dann wirklich hinterher und baue eine Festung da unten hin, mit der ich dann die Ressourcen bekomme, die sie freischaltet. So, jetzt haben wir hier einen Siedler und jetzt geht es nämlich los. Jetzt baue ich hier auf den Hof. Ach so, das habe ich noch nie erforscht, ne? Dann baue ich die Steinmauer. Verteidigungsanlagen sind wichtig, denke ich mal. Neue Forschung wählen. So, Musketier, da geht's weiter. Gucken wir mal, meinen Zug zu beenden. Die nächste Runde fängt an. So, jetzt müssen wir trotzdem mal gucken. Was baue ich eigentlich gerade hier? Habe ich wieder genügend Ressourcen, um einen neuen Ding zu... Nein, habe ich nicht. Der Höllenhund ist zu teuer. Ich habe nicht genügend Mana. So, hier mal kurz reingucken. Das dauert noch 4 Runden. Das ist noch eine Runde, okay. Dann nächste Runde. Die Steinmauer haben wir produziert. Und jetzt kann ich hier doch, theoretisch kann ich hier doch... Ich dachte, ich könnte jetzt hier schon... Ach so, Goblin-Techniker, da ist er tatsächlich. Brauchen wir einfach mal Militäreinheiten. Achso, ja. Und ich habe ja natürlich habe ich den Siedler hier, ne? Dass ich mal in die Richtung bewegen soll. Karisha. Naja gut, damit können wir dann eigentlich schon wieder neu starten, weil wenn jetzt Karisha es geschafft hat, hier... Ne, wenn Karisha es geschafft hat, die Stadt einzunehmen, dann brauchen wir nicht weiterspielen an dem Spielstand, sorry dafür. Ich weiß immer nicht, wovon das abhängt, ne? Also, ich glaube, ich sollte ihr nach wie vor dann doch... Ich schicke ihr ein bisschen Verstärkung hoch. Einfach, ich stelle einen Stack an die Stadt. Schnellstmöglich. Jetzt habe ich auch den Forschung... den Forschung. Ich habe den Forschung im Kopf. Den, wo ich brauchen tut, täte. So. Gut, sorry dafür. Also, das ist echt eine beschissene Mission. Aber wenn Larissa es nicht schafft, ihre Stadt zu verteidigen, dann ist einfach dann haben wir keine Chance. Meiner Ansicht nach. So, jetzt ist die Stadt in mein Reich übernommen. Und ich baue sofort die Gießerei. Nächste Runde. So, und ich beschwöre einen Höllenhund. So, Larissa hat eine Schlacht gewonnen. Okay. Okay. Aufklärungsdrohne beschwören. Neue Forschung wählen. Techniker. Klicken uns da jetzt natürlich relativ zügig durch. So, hier haben wir die Gießerei. Brauchen wir einen Siedler. Und dann haben wir direkt die Musketiere demnächst.